Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handykurse.at. Wie benutze ich die Google-Sprachsteuerung? Die Sprachsuche bei Google heißt auch Google Assistant. Das ist ein quasi Assistent von Google. Um diesen zu aktivieren, haben Sie wahrscheinlich bei der Einrichtung Ihres Smartphones den Befehl gesprochen. Der Befehl, um den Google Assistant zu starten, ist OK Google. Sie sehen es, bei meinem Smartphone kommt dann schon die Nachricht, Google Assistant ist bereit, um dir zu helfen. Dann muss ich ihn aktivieren. Wenn ich hier drauf drücke, ist die Sprachsuche bereit. Ich drücke das hier wieder weg. Das hat schon angefangen, weil meine Stimme jetzt was gesucht hat. Wenn ich jetzt etwas brauche, dann sage ich das Zauberwort und dann gleich danach, was ich brauche. Zum Beispiel, wenn ich die Uhrzeit wissen will, dann sage ich ganz einfach, okay Google, wie spät ist es? Es ist 15.22 Uhr. So, jetzt haben Sie gesehen, wie einfach diese Suche funktioniert. Wenn Sie hier auf diesem Bildschirm noch etwas suchen wollen, drücken Sie ganz einfach auf das Mikrofonsymbol. So, dann probieren wir die nächste Suche. Wie wird das Wetter morgen? Morgen wird es in Weiz teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 5 und 19 Grad. Sie sehen, das funktioniert sehr gut. Am besten funktioniert die Google-Sprachsuche, wenn Sie deutsche Standardwörter benutzen. Zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? Das sind ganz normale Wörter. Der Assistent könnte Schwierigkeiten haben, wenn Sie Ortsnamen oder spezielle Namen verwenden, die man nicht so sehr in der deutschen Sprache kennt. Ich benutze jetzt wieder die Home-Taste, gehe wieder auf den Bildschirm. Sie sehen, bei mir habe ich hier den Google-Suchbalken eingestellt als Widget. Beim G komme ich zu meinem Google-Browser, der zeigt mir Nachrichten, die für mich interessant sein könnten. Wenn ich in die Mitte des Feldes drücke, könnte ich eine Textsuche starten und wenn ich hier auf das Mikrofon drücke, starte ich wieder eine Sprachsuche, so wie vorher schon mit dem Zauberwort. Ich zeige es Ihnen noch einmal mit einem anderen Beispiel. Bitte einen Wecker stellen für eine halbe Stunde. Zum Auswählen einer App aus der Liste tippen. Dann muss ich noch eine App auswählen. Ich nehme hier die Uhr. Und dann, jetzt haben wir 15.23 Uhr, ist der Wecker gestellt für 15.53 Uhr. So einfach funktioniert das. Ich gehe hier mit dem Home-Button wieder raus. Die meisten Google-Apps haben auch diese Sprachsuche mit dabei. Das heißt, anstatt dass Sie tippen müssen, können Sie Ihre Suchen auch immer mit der Sprache eingeben. Als Beispiel, ich öffne Google Maps, dann haben Sie in der Suchzeile ein Mikrofon, da gehe ich, da drücke ich rauf, Wien. Dann wird mir Wien angezeigt. Ich schließe das nochmal mit dem X, dann probiere ich nochmal, wie lange fahre ich von Linz nach Wien? Sie sehen, dann wird mir die Route angezeigt mit dem Auto 2 Stunden und 4 Minuten. Ich schließe jetzt Google Maps wieder und öffne als letztes Beispiel noch YouTube. Hier haben wir oben die Suchfunktion. Wenn ich etwas suchen will, dann kann ich es entweder eingeben oder wieder das Mikrofon, die Sprachsuche benutzen. So, was suchen wir? Handykurse. Hier oben kommt dann Werbung und Sie sehen dann schon, hier kommt der Kanal Handykurse Dr. Kreim, das ist mein Kanal und auch gleich passende Videos dazu. Das heißt, so einfach funktioniert die Google-Sprachsuche. Wenn Sie den Google Assistant, die automatische Sprachsuche, ausschalten wollen, ich drücke hier wieder auf den Home-Button, dann können Sie den Google Assistant öffnen. Das ist bei mir zusätzlich, wenn ich lange auf den Home-Button drücke.
Dann haben Sie hier das Kompass-Symbol. Dort drücke ich drauf. Hier oben ist Ihre Anmeldung. Da drücken Sie drauf. Auf Einstellungen, den zweiten Punkt. Zweiter Punkt hier ist der Assistant. Dann gehen Sie ganz nach unten und hier haben Sie Ihre Geräte, auf denen der Assistant funktioniert, mit dem Zauberwort. Dort drücken Sie drauf und wenn Sie hier dann ausschalten, dann hört das Handy nicht mehr automatisch zu und das Zauberwort funktioniert auch nicht mehr. Ich gehe hier wieder raus. Das ist die Google-Sprachsuche.